Hallo Wrestling-Fans, hier ist der Levis K1210. Ich begrüße euch zu einem weiteren Wrestling-Unboxing. Heute ist die Nummer 29 dran von WrestleMania. Ja, wir packen jetzt gleich diese Box aus. Das ist WrestleMania 29 aus dem Jahre 2013. Wurde in New York bzw. New Jersey gemacht, ausgetragen. In einem Stadium, Freunde, mit richtig hoher Zuschauerzahl. Das Main Event unverkennbar, The Rock vs. John Cena. Und hier haben wir ein paar Wrestler, sehr viele Wrestler. Mal gucken, ob ich die alle aufzählen kann. Big Show, ja. Randy Orton. Wer ist er nochmal? Der Weißbrot hier. Das ist der Ire hier. Wie heißt er? Ach, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Mark Henry. Das ist, glaube ich, so ein mexikanischer Wrestler. Triple H. Der Undertaker. CM Punk. Brock Lesnar. Den kenne ich jetzt nicht. Den auch nicht. Und das ist, glaube ich, das sind die Wrestler von Shield, The Shield. Jo, so viel zu meinen Wrestling-Kenntnissen. Ja, Leute, ihr wisst, ich bin ja eher so ein Oldschool-Wrestler-Fan und es kann sein, dass ich den einen oder anderen neuen Wrestler nicht mit Namen kenne. Ja, das. Sonst schaue ich ja gerne Wrestling, aber würden das jetzt alles so 80er, 90er Wrestler sein, würde ich die sofort alle aufzählen. Einige sind ja dabei. Undertaker zum Beispiel. Ja, Big Show. Ja, sind aber alles coole Wrestler. So. Das Ganze sieht von der Seite so aus. Kommt auf drei DVDs. Wunderbar. Hier haben wir die Beschreibung, Freunde. Da könnt ihr es mal anschauen, um was es da geht. Welche Wrestler aufeinandertreffen. Oder ich lese mal vor. Bei der Show der Shows hat John Cena eine Chance, sich für die Niederlage, die ihn seit einem Jahr quält, zu revanchieren. Denn er fordert den Mann heraus, der ihm diese schmerzhafte Schlappe beibrachte. The Rock. Und diesmal geht es um den WWE-Champion-Titel, ein vorlauter, reueloser CM Punk sucht nach Unsterblichkeit, indem er das versucht, was noch niemand vor ihm gelungen ist, den Undertaker bei WrestleMania zu besiegen. Und so eine zwei Jahrzehnte währende Siegesserie zu beenden. Brock Lesnar und Triple H kollidieren in einem Showdown ohne Regeln, in dem The Games illustre Karriere auf dem Spiel steht. Dies ist der Ort, an dem Legenden geboren werden. Dies ist WrestleMania. Yeah. Das ist auch die größte Veranstaltung des Jahres, finde ich, im Wrestling. Das Super Bowl des Wrestlings, Freunde. Hier seht ihr, was für eine mega Show das gewesen ist. Wow, krass. Jo. Hier sind wir Bilder. Ja, wie will denn das CM Punk den Undertaker besiegen? Ja, das sind doch irgendwie zwei verschiedene Gewichtsklassen, würde ich mal sagen. So, das sind die Matches. The Rock vs. John Cena. Alberto Del Rio vs. Jack Swagger. Dann ist das hier Alberto hier. Ja, genau. Undertaker vs. CM Punk. Match ohne Regeln. Triple H vs. Brock Lesnar. Sechs-Mann Tag Team Match. Randy Orton, Sheamus und The Big Show vs. The Shield. Ah, genau. Hier. Es ist Sheamus. Ah, ja. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ryback vs. Mark Henry. WWE Tag Team Champion Titelmatch. Team Hell No. Daniel Bryan und Kane vs. Dolph Ziggler und Big E Langston. Chris Jericho vs. Fandango. Ja, das sind die Matches in dieser Box. Dazu gibt es noch Special Features, enthält das interaktive Pre-Show Intercontinental Champion Titel Match, die WrestleMania Post-Show und die gesamte Ruhmeshalle Feierlichkeiten des Jahres 2013 mit Bruno Sammartino, Mick Foley, Bob Backlund, Trish
Stratus, Donald Trump und Booker T. Was, Donald Trump? ja, okay. Booker T, der coole breakdancende Rapper. Nee, Wrestler. Hall of Fame von 2013. Oh, Entschuldigung. Wow, okay. Das Ganze kann man in Deutsch, Englisch und Französisch anschauen. Mit den Untertiteln Deutsch und Holländisch müsste das sein. Ja, Holländisch. Untertitel. Hat eine Laufzeit von fast 8 Stunden. Das liebe ich ja an diesen Boxen. So viele Stunden Wrestling-Spaß. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. So. Wow. Das ist ja mal cool designt hier. Disc 1 in einem schönen Gelb. Gut, cool Design, sag ich mal. Aber ich finde einfach diese Farben schön. Knallgelb. Und dann haben wir hier Disc 2. Weiß und dann hier diese Farbe hier, Disc 3. Und wie immer ist da hinten halt ein Bild drauf, das ich euch auch zeigen möchte. Da sehen wir ein Bild der Kämpfe. Es geht heiß her und hier John Cena, you can't see me. Special Move von dem guten John Cena. Ich finde ja seine Klamotten richtig cool. Der trägt ja immer solche Shorts oder Capri-Hosen. Immer diese Baseball-Caps, die ich auch mag. Und unter dieser DVD, was versteckt sich da? Ja, das Programm, das abendfüllende Programm für Wrestling-Fans. WrestleMania 29, Freunde. Das sind nochmal die Disc. Das war das Unboxing dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonnieren, kommentieren und Daumen geben würdet. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.